Wir melden uns aus der Ostbayernhalle in Kreuth von der Deutschen Meisterschaft der IWU, der German Open. Und neben mir sitzt die neue deutsche Meisterin in der Show mit Schermatt Holter, der Erwachsenen, Anja Krings aus dem Rheinland. Hallo, liebe Anja. Hallo, guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch dir. Das war natürlich eine tolle Entscheidung fürs Rheinland. Soviel ich weiß, der erste Titel fürs Rheinland und den in der Showmanship, da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf. Erzähl ein bisschen was über dein Pferd, Shorty the Coolman. War er wirklich so cool in der Prüfung oder... Also in der Prüfung war er sehr cool, alles andere so drumherum ist er mal gerne, dass er mal wegspringt und so, da ist er nicht so der Coolman, aber er weiß ja schon so seinen Job in der Showmanship. Manchmal muss man ihn sogar so ein bisschen morgens ein bisschen motivieren, dass er etwas zügiger läuft, die Manöver so ein bisschen zackiger macht, aber sonst war er ganz gut drauf, ich war sehr zufrieden mit ihm. Ja, das Ergebnis spricht für sich. Da sind wir alle sehr zufrieden drüber. Anja, was machst du in deinem Privatleben? Es gibt ja tatsächlich auch noch ein Leben neben der German Open. Ja, natürlich, es dreht sich sehr viel ums Pferde und Reiten etc. Aber natürlich auch alles, was dazugehört, Freunde treffen etc. Ich gebe auch Reitunterricht nebenbei ein bisschen, neben dem Vollzeitjob. Also ich mache das Ganze nicht hauptberuflich, aber ansonsten eigentlich alles, was man so gerne auch in der Freizeit so macht. Sehr gut. Du bist Trainer C und du kommst aus der Ecke? Aus der Ecke Aachen, beziehungsweise eher so Monjoy-Eifel, die Ecke, wenn das einem was sagt. Du hast auf der German Open schon was genau gemacht? Was sind deine Prüfungen gewesen, die du gemacht hast und was sind deine Prüfungen, die so dir am Herzen liegen? Also ich bin jetzt hier natürlich die Showmanship gelaufen, dann die Horsemanship, die Western Riding, Ranch Riding und die Super Horse. Und also was mir natürlich auch jetzt sehr am Herzen liegt, ist natürlich die Showmanship, aber auch der Shorty läuft super gerne in die Ranch Riding. Der ist da einfach so der Typ für, so ein bisschen auch vom Gebäude her ist halt so Ranch Riding Typ und das macht ihm super viel Spaß und mir auch. Wie schaut's aus? Go, jetzt einen positiven Haken dran. Darfst du jetzt Feierabend machen oder steht noch was an heute oder morgen? Ich darf heute Feierabend machen, das war meine letzte Prüfung und das wird auch dementsprechend gleich noch mit den Freunden gefeiert. Ja, die warten schon alle unten und kratzen symbolisch mit den Hufen. Dann wollen wir dich natürlich nicht länger aufhalten und gratulieren dir nochmal von ganzem Herzen zum Titel Deutsche Meisterin in der Showmanship at Holter. Vielen lieben Dank.